Königreich Sachsen also die Landvermessung neu gemacht hat für ihr Territorium. Das war damals ja, seit 100 Jahren die genaueste Messung, die überhaupt möglich war. Eine sogenannte Dreiecksvermessung, deshalb auch Triangulierungszone. Und auf dem Protest wurden also die Messinstrumente, die Peilinstrumente aufgebaut. Und dann gab es auf den entfernter liegenden Hügeln genau solche Stationen. Und da sind die angepeilt worden. Und daraus ist dann die Landvermessung entstanden. Dieses Ding, das war nach dem Kriege weggekommen, also umgeschmissen worden. Hier nebenan wurde Kies abgebaggert, dann Schutt eingefüllt wieder. Und bei der Gelegenheit ist es wahrscheinlich mal mit umgefallenes Ding in fünf Teile zerbrochen. Und keiner wusste mehr, wo die Teile waren. Und dann haben sich welche aufgerafft vor ein paar Jahren. Die haben die aus dem Gebüsch hier überall zusammengetragen. Die Teile bis auf eins ist nicht mehr gefunden worden. Das sieht man auch hier oben, diese blaue Betonsache. Und die Teile sind dann nach Pausa geschafft worden in den Baubetrieb. Und dort sind sie verdübelt worden mit Eisen, Dübeln und dann mit Zement zusammengefügt worden und hier wieder errichtet worden. Das ist auch oben, das ist mit Beton ergänzt worden. Letzten Sommer, ja? Letzten Sommer war das, ja. Und jetzt ging es darum, wo stand denn die Säule? Also die Bruchstücke lagen hier überall verstreut im Wald. Und ja, da hatten wir einen Messtischblatt gehabt. Über 1 zu 10.000 wurde gerade. Im Grundbuch haben wir uns besorgt und darauf war also diese Säule vermerkt, weil das hier, das was hier abgekiest ist hier oder abgeschottert ist, diese Fläche, gehört also dem Freistaat Sachsen. Das ist also Staatsgebiet sozusagen. Wir haben das rechts und links davon Privatwald ist. Das ist damals abgekauft worden. Und deshalb war das Grundstück auch eingemessen in der Karte. Und da haben wir dann mit dem Förster, weil der das hier mit betreut, das Gebiet. Haben wir versucht, von Grenzsteinen, die weiter unten sind und dort, mit einem langen Bandmaß auszumessen, wo dann der Standort sei. Ne? Und da sind wir dort unten bei den Aschenbaum gelandet, nach mehrmaligen Vermessungen. Ne? Da haben wir gesagt, nein, das kann nicht sein. Ne? Weil die anderen Messpunkte alle in diese Richtung waren. Also musste ja die Säule irgendwie sichtbar sein. Ne? Ja, was tun? Dann haben wir alte Einwohner von Dierbach haben wir befragt. Bitte mal hier raufgehen und schlachte mal einen Pfahl ein, wo ihr meint, dass die Säule gestanden hat. Ja, haben sie gemacht. Die sind vielleicht 5 Meter unterhalb des jetzigen Standes gelandet. Also zwischen den Bäumen und der Säule. Und dann hatten wir großes Glück. Da waren die Geologen gerade unterwegs. Die haben hier einen neuen Vermessungspunkt der Prüm angelegt. Und die sind befragt worden, ob sie uns nicht helfen können. Na, erst haben sie ein bisschen gedruckst. Weil wir nicht bezahlen wollten. Müssen da einen Chef erst fragen und hin und her. Aber letzten Endes, eines Tages hieß es, wir haben es euch ausgemessen. Ne? Dann haben sie hier, die sieht man noch heute, hier an den zwei Bäumen sind 2 blaue Punkte. Und dann haben sie hier einen Pfahl hergeschlagen, ne? Einen Holzpfahl. Hier muss der Bagger. Ne? So, mit dem Bagger angerückt hier. Fundament machen, ne? Fundament zu machen. Ne? Und wie wir einen halben Meter drin sind hier, kann das alte Fundament so fahren. Die haben das auf Zentimeter genau ausgemessen. Und das haben sie mit GPS gemacht, also mit Satelliten offen. Oder haben sie das gemacht. Verteilt an der Friedhofsmauer, um auch Aussicht zu halten, ob vielleicht Feinde da sind, die das Dorf bewahren. Und in diesem Fall hat dann die Kirche und dieses Umfriedet hier mit diesem hohen Friedhofsmauer den Schutz gewonnen. So ist es. Aus dieser uralten Zeit ist dieser Teil der Kirche erhalten, also bis wir zu dieser Wand, die Mauern, kann man sagen. Die Decke schon nicht mehr, die Mauern sind das Uralte. Und als sie dann wieder ausgebreitet wurden, auch die Maler, das, was sie so am besten gesehen haben, hat der Wand eingelassen. Sie sehen da links vorne, da war bestimmt ein Bild mit einer sitzenden Maria, einer Madonna am Mann. Und diese kleinen Bilder, das sind die Weihekreuze. Das sind so runde Kreise mit dem Kreuz drin, die bei der Einweihung gezeichnet worden sind. Trotz des Brandes, von dem ich gerade noch rede, trotz der Hitze, sind also da Reste an der Wand. Früher hat also der Tod
Turm nach Westen gezeigt, der jetzt über uns ist. Das sollte heißen, dass der Turm vor dem Bösen schützen soll, was vom Westen kommt. Das hat schon Zeit gekostet. Das war früher die Vorstellung. Heute denkt man natürlich ganz anders. Früher hieß es, das Gute, das Licht kommt vom Osten und das Böse, die Dämonen, kommt vom Westen. Und der Turm wurde deswegen nach Westen gebaut, um das zu schützen. Der Gedanke, dass man einen Heerplatz braucht und dass die ganze Gemeinde auch sitzen muss, kam erst später auf. Die Kirchenschiffe, die wir in unserer Kirche kennen, sind später dazu gebaut worden. Auch die Lichtverhältnisse waren wahrscheinlich nicht so gut. Die großen Fenster sind erst später so erweitert worden. Vielleicht waren die Fenster so wie die da drauf, also eher Schießscharten. Ich mache mal einen Sprung in dieses Jahrhundert hinein. Sie wissen bestimmt, dass 1945 beim Durchzug der Amerikaner verschiedene Gehöfte, also das halbe Dorf, in Brand geschossen wurden und auch die Kirche hat einen Treffer im Gebirge des ausgebrannt. Das heißt, alles, was Sie an Einrichtungen hier in der Kirche sehen, ist nicht Jahrhunderte alt. Die Bänke sind später wieder hergestellt, also die sind später einfach gebaut worden wieder. Und die alten Holzdinge, die sind Geschenke oder Dauerleihgaben von anderen. So weiß ich zum Beispiel, dass der Taufstein aus Langenbach kommt. Ich weiß aber nicht, warum er noch übrig war. Er kommt aber aus Langenbach. Und ich weiß, dass der Altar aus einem kleinen Dorf Auerbach im Erzgebirge kommt. Und da war ich zufällig voriges Wochenende gerade mal dort in diesem Auerbach. Da haben wir nämlich einen Ausflug mit Leuten aus Langenbuch gemacht und da gibt es einen Schnitzer dort, der uns nochmal seine Sachen gezeigt hat. Und die Frau des Schnitzers, die arbeitet im Kirchenbüro und hat schon gefragt, sag mal, wir hängen das zusammen, von euch kommt der Altar. Und da wurde das bestätigt. Die Gemeinde dort in Auerbach hat im letzten Jahrhundert einen neuen Altar gekriegt und dieser hier war lange Zeit unbeachtet auf dem Fahrboden und wurde dann, als hier wieder was gebaut worden ist, von dort und hergebracht. Allerdings, wenn Sie richtig hingucken, da sind dann noch so links und rechts so Podeste, wo Figuren draufstehen sollten. Die haben sie uns nicht gegeben. Die sind so wertvoll und so schön, dass sie die in ihre eigene Kirche an der Wand angebracht haben. Hier Figuren, die da noch angebracht wurden. Wenn Sie dann noch einen Moment hier sitzen, hole ich Ihnen dann noch ein paar Bilder von der alten Kirche. Die war ganz anders geschmückt, die war ziemlich voll gebaut, nicht so dicht wie jetzt. Ne? Also die Wände, also die Decken waren von einem Stuck, die haben dann auch viel mehr reingebracht. Ich habe da noch ein paar alte Bilder. Ja, in den Jahren nach dem Krieg mussten die Leute erstmal ihr eigenes Dach über dem Kopf wieder aufbauen, bevor sie dran gegangen sind, das Kirchenbau wieder zu bewerkstelligen. Und Sie wissen, die Älteren wissen, wie es war. Es gab wenig Material, es war eine schwierige Zeit. Bis 1959 hat es gedauert. Und dann war diese Kirche wieder aufgebaut, konnte wieder eingeweiht werden. Und das war damals im November ein großes Fest für das Dorf. Der Bischof war da und alles, was Rang und Namen hatte. Und sie haben wahrscheinlich alle reingepasst in die Kirche. Und es war eine große Sache. Wir erinnern uns dieses Jahr dran, weil es ja nun gerade 40 Jahre her ist. Und wenn Sie dann vorne auf diesen kleinen Tisch mal gucken, da sehen Sie, wir haben eine kleine Tasse zur Erinnerung gemacht. Übrigens, da sind genug da, dann können Sie auch reinnehmen, wenn Sie das interessieren. Und es liegt auch eine kleine Einladung da für den Festgottesdienst im November, wo Sie gerne, wenn Sie Lust haben, mal wieder kommen könnten. Das ist der 2. November Sonntag und der Pfarrer, der damals hier war, der lebt noch, der hält da den Predigt, der Pfarrer Körner. Und überhaupt nicht auch ein paar andere Leute da. Sie schmunzeln, sie kennen die Schule. Er wird dann, wenn er es gesundheitlich auch wirklich gefallen hat, kommen. Ja, jetzt habe ich Ihnen einiges erzählt. Sie haben bestimmt noch Fragen. Sie schauen das Kruzifix so an. Das ist eine Dauerleihgabe vom Vogtlandmuseum.
vom Tochtermuseum eine Dauerleihgabe. Das heißt, es kommt aus einer anderen Kirche auch. Wahnsinnig, nicht aus welcher. So, ja. Wenn man das Äußere der Wolke anschaut, vermutet man zu Recht, dass es auch ein altes Instrument ist. Aber nur das Äußere ist alt. Also Prospekt nennt man das. Der Wolke Prospekt, also die Hülle sozusagen aus Holz und die Manualwinkelmale, also eigentlich ein Stück der Wolke ist alt. Und stammt, wie ich gelesen habe, aus einer kleinen Schlosskapelle eines Schlosses in der Nähe von Pirna. Dort wurde die ausgebaut, war also unspielbar gewesen, war kaputt. Und die bekannte Firma Schuke baut sie, die Eule bauen sie. Was ist Schuke, glaube ich? Oder war es doch Eule? Eule ist Bautzen. Ich glaube, Eule war es, ja. Doch Eule, ne? Die haben dann in den 60er Jahren diese alte Hülle wieder ausgebaut mit neuen Balken, mit neuen Registern und für diese Kirche zur Verfügung gestellt. Schöne kleine Hülle. Genau. Das wird ein Register oder so. Kann jemand für die Runde spielen? Möchte jemand mal rein? Nicht, schade. Ich auch nicht. Ich freue mich aber, dass wir eine junge Organistin haben, 18 Jahre alt, also die hat zuerst immer bei Herrn Kantor Koch gelernt, jetzt hat sie in Schleiz Orgellehrer und sie hat sich da über die Jahre gut entwickelt und spielt da schon ganz schön professionell und ist auch richtig gut angestellt für unsere Gemeinde in den paar neuen Monaten, dass sie da bei jedem zweiten Sonntag im Gottesdienst spielt. Auch morgen wird sie gut. Als hier war, Andrea Falke, ja. Wir haben das Glück eigentlich gegeben, dass wir Orgelnachwuchs haben. Wir haben auch eine junge Spielerin in Ransbach, das ist die Sabine Köhler, vom ehemaligen Schullehrer, ihren Enkel. Und wir haben auch in Nachwuchs einen Mann, der eine Orgel spielt, einen jungen Mann. Also da kann man wirklich froh sein, denn in der heutigen Zeit, wo ich denke, dass doch nicht mehr sehr viele ein eigenes Instrument haben, sondern alle nur